Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video habe ich den Epson EcoTank ET4850 im Test. Der Drucker besitzt ein modernes Tintentanksystem, einen Stapeleinzug und sogar ein kleines Touchdisplay. Der EcoTank ist ein Drucker im etwas höheren Preisbereich, ideal für das heimische Homeoffice. Was der Drucker alles zu bieten hat und ob sich ein Kauf lohnt, das erfährst du jetzt. Was als erstes auffällt, der ET4850 ist wirklich sehr klein und kompakt gebaut. Damit passt der Drucker ideal auch auf kleinere Schreibtische. Auf der Oberseite finden wir einen Stapeleinzug für maximal 30 Seiten am Stück. Darunter gibt es das Scannerfach und ein 6 cm großes Touchdisplay. Über das Touchdisplay können wir scannen, kopieren und sogar noch etwas faxen. Unten rechts gibt es eine schöne Anzeige für den aktuellen Tintenstand. Der Papiereinzug funktioniert unten über eine Kassette und geht bis zu 300 Gramm in verschiedenen Größen. Auf der Rückseite finden wir einen USB-Port, einen LAN-Port und einen Stromanschluss. Das Design ist Geschmackssache, mir gefällt aber besonders gut die kleine und kompakte Bauweise. Das Material hingegen hätte mir persönlich hier und da noch etwas hochwertiger ausfallen können. Im Lieferumfang finden wir neben dem Stromkabel einen Satz Tintenflaschen und sogar noch eine extra schwarze Tintenflasche als Ersatz obendrauf. Die Druckertinte. Bevor wir über die Druckqualität sprechen, schauen wir uns als erstes eines seiner Highlights an, nämlich das moderne Tintensystem. Der EcoTank wird anstatt mit Patronen mit flüssiger Tinte befüllt und erreicht damit eine wirklich sehr hohe Seitenzahl. Ein Set Tinte kostet aktuell rund 45 Euro und wir erreichen damit ca. 7500 Seiten in Schwarz und 5200 Seiten in Farbe. Das sind pro Seite wirklich nur wenige Cents an Druckkosten. Ich finde das wirklich fair und eine sehr starke Leistung. Drucken, scannen und kopieren. Starten wir direkt mit meiner Testseite im Dokumentendruck. Ich drucke übrigens alles immer auf maximaler Qualität aus. Achtet auch darauf, dass ihr über das Display noch eine Druckausrichtung durchführen könnt. Auch das verbessert ebenfalls die Qualität. Meine Testseite ist schnell gedruckt und hat eine sehr gute Qualität. Alles ist scharf und präzise gedruckt. Das Schwarz ist deckend und auch die Farbverläufe sowie Fotos machen eine gute Figur. Lediglich die Farben könnten für meinen Geschmack etwas kräftiger ausfallen. Duplexdruck funktioniert ebenfalls einwandfrei. Randloser Fotodruck ist ebenfalls möglich und ich drucke auf glänzendem Fotopapier. In Sachen Schärfe, Präzision und auch beim Farbverlauf bekommen wir eine sehr gute Qualität geboten. Allerdings sind die Farben doch schon sehr matt und das Schwarz hätte hier ebenfalls deckender ausfallen können. Hier muss ich leider sagen, da hätte ich etwas mehr erwartet. Kopiert wird am besten über den Stapeleinzug und über das Display direkt am Drucker. Eine Kopie geht schnell und die Qualität kann überzeugen. Besonders Schrift ist gut lesbar und schön deckend. Aber auch Grafiken und Fotos sind noch in ausreichender Qualität dargestellt. Lediglich die Farben sind wieder etwas zu matt. Scannen können wir über den Stapeleinzug oder über das Scannerfach. Über den Stapeleinzug können sogar mehrere Seiten hintereinander gescannt werden. Doppelseitiger Scan oder ein direktes Speichern als PDF ist aber leider nicht möglich. Die Qualität des Scans ist dafür sehr gut. Alles ist schön scharf und sauber gescannt. Aber seht am besten selbst. Das Fazit. Der ET4850 ist ein schöner Allrounder für das Homeoffice. Besonders positiv ist wohl der niedrige Druckverbrauch und die damit verbundenen geringen Folgekosten. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die sehr kompakte Bauweise, die nur wenig Platz auf dem Schreibtisch benötigt. Ebenfalls gut gefallen hat mir die Druckqualität im Dokumentendruck und auch die Qualität beim Scannen. Außerdem bekommen wir einen USB- und einen LAN-Port geboten. Auch die Epson Smart Panel App ist ausgereift und der Drucker lässt sich bequem über das Smartphone steuern. Gewünscht hätte ich mir allerdings die Möglichkeit, Scans direkt als PDF zu speichern oder sogar die Möglichkeit, doppelseitig scannen zu können. Außerdem waren die Farben beim Fotodruck recht matt und hätten kräftiger ausfallen können.
Insgesamt bekommen wir aber einen vielseitigen Drucker, der für jede Aufgabe im alltäglichen Leben oder im Homeoffice gut gerüstet ist. Wir vergeben verdiente 4,3 von 5 möglichen Sternen. Alle Links zum Epson EcoTank 4850 findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann drück auf den Like-Button und abonniere kostenlos unseren Kanal. Über eine Super-Thanks-Spende würden wir uns ebenfalls riesig freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine TestVenture Crew.